Mion, weiter geht's. Und jetzt gucken wir uns mal den Tresor da an. Das ist dein Tresor, oder? Tresor? Dieses Wort riecht förmlich nach Intrige. Okay, wenn Sie meinen. Sieht so aus, als müssten zum Öffnen ein Code in dieses Bedienfeld eingegeben werden. Eine siebenstellige Nummer. Ich glaube, ich habe da so eine Ahnung, welche es ist. Jo, geben wir mal die Nummer ein. Wissen Sie den Code? Ich habe so eine Ahnung. Oh, ich weiß es. Möchten Sie es mal mit meinem Geburtstag probieren? Es ist... Nein, lieber nicht. Ich habe eine bessere Idee. Ein Schuss ins Blaue. So, Code eingeben. So. Und es ist ganz einfach. Wir sind jetzt einfach mal so genial. Code bestätigt, Zugriff gewährt. So einfallsreich muss man sein! What the fuck? Volltreffer! Welche Nummer haben Sie eingegeben? Wessen Geburtstag war es denn, mein Lieber? 777-7777. Die letzte Ausweisnummer in dieser Aufzeichnung. Was? Die Nummer des ominösen leitenden Beamten, der an jenem Tag den Raum betrat. Sie meinen 777-7777? Diese Ausweisnummer? Ich glaube, dieses Mal war es eine 7 zu wenig. Das kann nur eins bedeuten. Das ist die Ausweisnummer von Polizeichef Gant. Sagen Sie mal, will denn keiner hineinsehen? Ja, tun wir es lieber, ne? Bevor der nochmal wiederkommt und uns dabei erwischt. Ist Geld drin? Wie viel hat er denn auf die Seite gelegt? Sehen Sie, es ist eine... Scherbe von einer zerbrochenen Tasse. Die kommt mir irgendwie bekannt vor. Wo habe ich die schon mal gesehen? Es ist noch etwas hier drin. Was ist das? Sieht aus wie ein Stück Ledertuch. Das ist ein Handabdruck, oder? Hey, ich habe mal jemanden gesehen, der so ein Hemd trug. Sie glauben, der Polizeichef hätte sich das Design ausgedacht? Ich glaube nicht. Oh, nun, war nur so ein Gedanke. Ist das alles? Mehr war nicht in dem Tresor? Scheint so. Jetzt ist er leer. Ein Stück Stoff mit einem Handabdruck drauf. Und eine Scherbe von einer zerbrochenen Tasse. Sie sehen wie Beweisstücke aus. Aber wenn Sie nicht beweisen können, dass Sie etwas mit dem Fall zu tun haben, fürchte ich, kann ich es nicht zulassen, dass Sie sie mitnehmen. Schließlich geht es hier um meinen Hals. Na toll, jetzt muss ich auch noch Ihre Relevanz beweisen, um sie zu bekommen. Inwiefern sind diese beiden Gegenstände in den Fall SL9 verwickelt? Na los, es muss doch etwas geben, was wir dem Inspektor vorweisen können. Ja, besser erledigen wir das jetzt. So, erstmal zu der Scherbe, die wir gefunden haben. Zeigen wir mal die Vase. Inspektor Gamschuh, könnten Sie sich diese Vase nochmal ansehen? Wir haben sie gemeinsam wieder zusammengesetzt. Das waren Zeiten. Nostalgie ist doch wohl noch etwas verfrüht. War diese Vase nicht ein Beweisstück aus jenem Fall? Das ist richtig. Auf einer der Scherben war ein Aufkleber, auf dem SL9 stand. Klingelt es jetzt bei Ihnen? Wissen Sie das Bruchstück, das wir gerade gefunden haben? Meinen Sie das, was mit dem Tresor war? Ja, das im Tresor war. Ha, hat's jetzt Klick gemacht. Jetzt, wo wir darüber sprechen, klingelt es gewaltig bei mir. Mal sehen, ob es passt. Natürlich. Hier, lassen Sie mich mal die Scherbe sehen. Ich probiere es einfach mal. Nur zu, mein Lieber. Zeigen Sie uns, was ein Anfänger drauf hat. Herr Wright, hier ist etwas Klebstoff. Wenn ich das wieder zusammensetzen kann, beweist das, dass Polizeichef Gant wissentlich Beweise versteckt hielt. Los geht's. So, das... Muss man das jetzt drehen? Alter. So, einfach nur so. Und zack. Schon erledigt.
Und die Vase ist jetzt vollständig. Na also, es passt wie angegossen. Das heißt natürlich, Polizeichef Gant hatte wissentlich ein Stück der Vase in seinem Tresor versteckt. Anders ausgedrückt, er hat ein Beweisstück aus dem Fall SL9 unterschlagen. Aber... Hey Leute, sehen Sie sich das an! Was ist denn? Das Stück, das Sie gerade angeklebt haben, ist anders als der Rest. Hm, how interesting. Da ist eine rötliche Linie drauf. Eine rötliche Linie? Das ist Blut. Ich verstehe das nicht. Warum versteckt Polizeichef Gant das? Versteckt Polizeichef Gant das in einem Tresor? Hm. Eine wirklich gute Frage. So, und jetzt zu dem Stofffetzen. Dazu würde ich sagen, benutzen wir das da. Inspektor Gumshoe, ich hätte gern, dass Sie sich das mal ansehen. Hey, ich weiß, was das ist. Sie möchten also ein paar Fingerabdrücke nehmen. Das ist eine tolle Idee, Inspektor. Okay, dann mal los. Was machen Sie denn da? Warum halten Sie Ihre Hand so ausgestreckt? Na los, nehmen Sie meine Fingerabdrücke. Baka! Wir wollen doch nicht Ihre Fingerabdrücke nehmen. Hä? Ach Mann, das ist jetzt nicht die Zeit für Witze. Wir sprechen von dem Tuch, das wir im Tresor gefunden haben. Oh, hehe. Wusste ich doch. Das mit dem Handabdruck, stimmt's? Wo ist denn Ihr Sinn für Humor? Ja. Okay, Herr Wright, suchen wir nach Abdrücken. Streuen wir das Pulver auf das Tuch. Wenn es dann von den Abdrücken aufgenommen wurde, blasen wir den Rest weg. Wer bist du? Meine Mutter? Das muss man mir nicht tausendmal sagen. Okay, bringen wir es hinter uns. Vor allem, schöne Aussage. Wer bist du? Meine Mutter? So, und am besten nehmen wir uns mal den Mittelfinger. So, und jetzt wieder schön verteilen. Es macht so Spaß, da rumzutrollen. Ah, als würde man einen Kuchen backen und Puderzucker draufstreuen. So. Und jetzt blasen. Perfekt. So, jetzt wollen wir mal gucken, zu wem er gehört. Nö. 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 Nein. Nein. Aber hier. How interesting. Na? Und? Treffer. Das ist ein interessanter, aber auch erschreckender Fakt. Nein. Wie kann das sein? Was machen denn Emmas Fingerabdrücke hier? Hey, haben Sie eine Übereinstimmung gefunden? Wessen Fingerabdrücke waren das? Hä? Ach, es sieht so aus, als wären diese Abdrücke zu alt. Sie sind nicht deutlich genug, um eine Übereinstimmung festzustellen. Oh, das ist schade. Ich dachte, es wären Darks Abdrücke. Psst, hey, Sie, hierher. Was ist denn hier los? Was machen denn die Abdrücke des Kindes im Tresor von Gant? Fragen Sie mich nicht. Behalten Sie diese Information vorerst mal für uns. Hier, vielleicht sollten Sie das behalten. Jo, danke, Inspektor. Wo wir das erledigt haben, können wir uns noch weitere Sachen angucken. Der Schreibtisch. Wow, sehen Sie sich die Ausmaße von Polizeichef Gants Schreibtisch an. Da wir gerade davon sprechen, als wir zuvor hier waren. Ach, Sie beide. Polizeichef Gant. Er hat dieses Dokument, das er gelesen hat, in seinen Schreibtisch gelegt. Ich frage mich, was er da gelesen hat. Das sieht aus wie eine Beweisliste, die in einem Fall verwendet wurde. Eine Beweisliste? In den meisten Fällen ist die Liste zweimal so lang wie diese hier. Hey, sehen Sie sich den Namen des Falls an.
Hä? Fall SL9. Ich frage mich, was die hier zu suchen hat. Moment mal, Inspektor. Was haben Sie eben gesagt? Ich sagte, ich frage mich. Nein, über die Beweislisten. Normalerweise sind die doppelt so lang? Ja, richtig. Ich denke, es gab halt nicht viele Beweise. Eine halb so lange Beweisliste. Diese Beweisliste, sie scheint zu kurz zu sein. Die meisten Listen sind doppelt so lang. Was hat dann die andere Hälfte der Liste hier zu suchen? Ich hab's gewusst. Der Polizeichef unterschlägt etwas zu diesem Fall. So sieht's aus. Und somit gehört uns jetzt die andere Hälfte der Beweisliste. Nun war ich Ihnen eine Hilfe. Natürlich. Dank Ihres Ausweises konnten wir unwiderlegbare Beweise beschaffen. Das ist aber nicht nett. Mit anderen Worten, ohne seinen Ausweis wäre es nutzlos gewesen. Stimmt's nicht, Sie da im Mantel. Polizeichef Kent! Wir hätten nicht gedacht, dass Sie so bald wieder zurück sind. Glücklicherweise glaube ich an Omen. Als ich zu meiner Besprechung ging, sah ich zufällig, wie draußen ein streunender Hund gegen einen Pfosten lief. Da musste ich sofort an einen gewissen Inspektor denken. Meint sie etwa mich? Nun denn, ich fürchte, ich muss Sie alle bitten, das Büro zu verlassen. Jawohl, tut mir leid. Ach, sieh dein Mantel. Ich? Geben Sie doch auf dem Weg nach draußen Ihren Ausweis ab. Den werden Sie nicht mehr brauchen. Aber... Staring Contest. Und jetzt raus! Jawohl! Wir gehen jetzt dann auch. Moment! Du da ohne das stachelige Haar. Geh noch nicht. Ich? Ich würde mich gerne mal mit dir unterhalten. Aber... Ich bin doch noch kein lizenziertes wissenschaftliche Ermittlerin. Sie da mit den stacheligen Haaren. Sie können gehen. Herr Wright! Oh, das klingt nach Rape. Sehen Sie, mein Lieber, ich habe es Ihnen doch schon tausendmal gesagt. Das Büro des Polizeichefs ist nicht zugänglich. Aber nein, Sie mussten sich ja trotzdem reinschleichen. Einfach so, nicht wahr? Ich dachte, Sie hätten gesagt, es wäre Ihnen egal, wenn Sie gefeuert werden würden. Ja, aber wenn ich gewusst hätte, dass es so sein würde, hätte ich das niemals gesagt. Nun, da ich die Beweise gesehen habe, die Gant in seinem Büro versteckte, kann ich mir endlich ein Bild von der Sache machen. Schwer zu glauben, dass alle so lange darüber geschwiegen haben. Sagen Sie mal, hören Sie mir überhaupt zu, mein Lieber? Ich werde versuchen, die Sache mit dem Polizeichef wieder ins Lot zu bringen. Tschüss, mein Lieber. Ja. Danach hörte ich was von Emma. Sie sagte, die Polizei wolle ihr einige Fragen stellen. Also wird sie den Rest des Tages beschäftigt sein. Und wir gehen automatisch wieder zur Strafanstalt. Verstehe. Der Polizeichef hat also Emma zum Verhör einbestellt. Es bringt nichts, darüber nachzudenken. Morgen ist der letzte Tag vor Gericht. Ich bin fest entschlossen, alles zu Ihrer Verteidigung zu tun. Deshalb bin ich hier. Aber ich habe Ihnen doch schon alles gesagt, was ich weiß. Was Sie mir im Laufe der letzten Tage erzählt haben, ist überhaupt nichts. Kein einziges nützliches Detail. Wirklich? Ich denke, ich habe Ihnen etwas sehr Wichtiges gesagt. Etwas, was ich Ihnen gleich am Anfang mitgeteilt habe. Ich sagte, ich sei diejenige, die Inspektor Goodman erstach. Wissen Sie, ich glaube, so langsam weiß ich Bescheid. Wen Sie mit diesen Worten schützen? Mia war eine gute Mentorin für Sie. Ich bin sehr eifersüchtig. Aha. Es scheint, als hätte Edgeworth recht gehabt. Edgeworth? Sobald Sie glauben, etwas zu wissen, kann Sie keiner mehr vom Gegenteil überzeugen. Dickköpfig war der Begriff, den er verwendete, glaube ich. Das ist jetzt die Chance, die dazu zu bringen, mir den Rest der Geschichte zu erzählen. Oh ja, Schnalle, jetzt packst du aus. Verdammt nochmal.
Ich muss zugeben, ich war zunächst mehr als nur ein bisschen verblüfft. Sie bestanden darauf, es getan zu haben, doch es gab keine belastenden Beweise. Dann kapierte ich's. Es ist nicht so, dass sie nicht die Wahrheit sagen wollen. Sie sind nur nicht dazu in der Lage, weil eine bestimmte Person es nicht zulässt. Welch eine faszinierende Idee. Eine bestimmte Person, sagen Sie? Sie denken also, ich würde diese Person beschützen? Beschützen? Nein, ich denke, fürchten trifft es besser. Ha, erwischt, Schnalle. Wenn ich mich nicht irre, hat diese Person Sie dazu überredet, den Mund zu halten? Rein theoretisch, Herr Wright, darf ich erfahren, wer diese Person ist, von der Sie reden? Die Person, von der ich mich angeblich so fürchte. Wie heißt diese Person? Seriously, ist das nicht offensichtlich? Nun, Frau Skye. Herr Wright, Sie sprechen mit dem Generalstaatsanwältin. Vergessen Sie nicht, was sich gehört. Sieht so aus, als würde sie immer noch nicht auspacken wollen. Entschuldigen Sie bitte. Könnten Sie mir bitte etwas mehr über diese Umstände erzählen? Ja, bitte? Her mit den Fakten! Bis vor 2 Jahren waren wir Partner. Ich achtete ihn als Inspektor. Angenommen, er wäre achtenswert. Angenommen, er wäre achtenswert. Dann sagen Sie mir doch bitte, warum er versuchen sollte, seine Verbrechen zu vertuschen. Seine Verbrechen? Sie und Edgeworth werden von einem Untersuchungsausschuss gestellt wegen ihrer Vergehen. Insbesondere wegen der Unterschlagung und Fälschung von Beweisen. Das sind natürlich schwere Vergehen. Aber warum wurde der Name von Polizeichef Gant in diesem Zusammenhang nie erwähnt? Polizeichef Gant? Edgeworth wusste nicht mal über die Manipulation. Edgeworth wusste nicht mal über die Manipulation Bescheid. Boah, Alter, nein. Die einzige Partei, die diese Beweise hätte untersuchen können, war ich. Ich hatte Zugang, weil ich die stellvertretende Leiterin der Ermittlungen war. Ja, genau. Sie. Aber auch noch jemand anderes. Damon Gant. Wenn Sie Polizeichef Gant anklagen möchten, müssen Sie mehr als nur Worte vorweisen. Zeigen Sie mir einen Beweis, dass Polizeichef Gant in jedem Fall Beweise gefälscht hat. Tja. Was muss man da eigentlich nochmal zeigen? Das habe ich jetzt vergessen. Nur ein Teil. Ach. Blablabla. Was haben wir denn da? Vielleicht war das die Beweisliste. Aha, da ist noch was Interessantes. Das können wir uns jetzt einfach mal angucken. Auf die Rückseite der Beweisliste wurde ein Bild mit magischen Markern gemalt. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl dabei. Ja, nämlich handelt es sich um das Bild, das Emma gemalt hat. Von dem Verbrechen. Aber ansonsten, ich glaube, das war's. Oder? Ich habe das hier gerade im Tresor im Büro des Polizeichefs gefunden. Diese Scherben einer Vase und dieses Stück Stoff. Wissen Sie, was das ist? Das sind Beweisstücke aus dem Fall SL9. Derjenige, der Beweise unterschlagen hat, war Polizeichef Gant persönlich. Nun sagen Sie mir eins. Warum spielen Sie den Sündenbock für ihn? Touché, Herr Wright. Es ist so, wie Sie es vermutet haben. Ich muss die Befehle des Polizeichefs befolgen. Auch wenn das bedeutet, dass ich des Mordes für schuldig befunden werden sollte. Warum? Aber Herr Wright, Sie können doch nicht ernsthaft erwarten, dass ich Ihnen das sage. Vor 3 Tagen, ich hatte keine andere Wahl, als zu kooperieren. Beim Mord an Inspektor Goodman. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, Befehle zu befolgen. Ja, das trifft's viel besser als kooperieren. Na jetzt aber, hoppla, muss man dir alles aus der Nase ziehen. Also wenn ich Ihnen keine Details nennen kann.
So viel kann ich Ihnen sagen, dass ich an jenem Tag einen Befehl bekam. Sie müssen die Leiche von Inspektor Goodman wegschaffen. Sie finden sie im Kofferraum von Miles Edgeworths Auto. Genau wie ich es mir gedacht habe. Entgegen der landläufigen Meinung waren Sie nicht diejenige, die Inspektor Goodman ermordete. Genau. Ich hatte versucht, die Leiche aus Edgeworths Auto zu nehmen. Der Kofferraum war kaputt. Ich entdeckte die Mordwaffe, als ich die Leiche untersuchte. Die Mordwaffe? Sie meinen Edgeworths Messer? Nein. Als ich die Leiche fand, steckte dieses Messer in ihr. Das Messer aus dem Fall SL9! Das Messer des Serienmörders Joe Dark! Ich konnte dieses Messer nicht einfach in ihm stecken lassen. Also zog ich es heraus und stach mit einem anderen Messer zu. Das war dann Edgeworths Messer. Genau. Obwohl er schon tot war, zitterten meine Hände bei dem Gedanken, ihn zu erstechen. Deswegen verletzte ich mich an der Hand. Und das ist der Grund für den Verband an ihrer rechten Hand. Ja, offenbar ist auch auf die Schuhe des Opfers Blut getropft. Und dann hat sie mich dabei gesehen, als ich mit dem Messer zugestochen habe. Frau Starr. Warum mussten Sie Darks Messer so dringend verstecken? Meine Fresse, ey. Es war viel Arbeit, den Fall Joe Dark vor 2 Jahren endgültig abzuschließen. Es war vorbei. Ich wollte nicht, dass er jemals wieder geöffnet wird. Meine Absicht war, das mit allen Mitteln zu verhindern. Deswegen haben Sie Darks Messer versteckt? Die beim Mord am Inspektor verwendete Waffe war ein Beweis aus dem Fall Joe Dark. Wenn das herausgekommen wäre, wäre es ein gefundenes Fressen für die Reporter gewesen. Also haben Sie das Messer in Ihren Schal gewickelt und es versteckt. In Edgeworths Auspuff. Genau. Danach habe ich meine Schwester angerufen, um ihr zu sagen, was passiert ist, und sie zu bitten, das Messer aus meinem Schal zu verstecken. Sie haben Emma darum gebeten? Ich wollte nicht, dass jemand bei der Polizei davon erfährt. Das würde erklären, warum Emma so zuversichtlich ist. Was Lanas Unschuld betrifft, was Anrufe betrifft, ich hatte ein schlechtes Gefühl bei einem der Anrufe an dem Tag. Ein schlechtes Gefühl? Die Wahrheit ist, nachdem ich die Befehle von Polizeichef Gant bekommen hatte, machte ich zunächst mal einen Anruf. Ich rief Streifenpolizist Jack Marshall an. Marshall? Warum ausgerechnet ihn? Der leitende Ermittler im Fall SL9 war gerade ermordet worden. Ich wollte diese Tatsache geheim halten und ich brauchte Hilfe. Er war der einzige andere Mensch, dem ich vertrauen konnte. Wenigstens dachte ich in diesem Moment, dass ich ihm vertrauen könnte. Jedoch, nachdem ich mit ihm gesprochen hatte, scheint er eine eigene Kampagne gestartet zu haben. Ach, Sie meinen also... Da er nicht wollte, dass der Fall begraben wird, entschloss er sich selbst zu handeln. Er verkleidete sich als Inspektor Goodman und wollte die Beweise stehlen. Er hatte ja bereits den Ausweis gestohlen, aber er hatte sie wohl noch nicht entschieden, in den Beweisraum einzubrechen. Ja, das kann man sehen. Nach meinem Anruf müssen jegliche vorhandenen Zweifel wie weggeblasen gewesen sein. Also hat Ihr Anruf den Vorfall im Beweisraum ausgelöst? Sie ist wieder schuld! Ich fürchte, das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Aber Lana! Sie haben sich meinen Respekt verdient, als Verteidiger und auch als Ermittler. Aber bitte, verfolgen Sie diese Sache morgen bei Gericht nicht weiter. Der morgige Prozess. Es gibt nur einen Weg, um Lanas Dämonen zu vertreiben. Ich muss allen Dingen auf den Grund gehen.
Inspektor Goodmans wahrer Mörder finden. Und herausfinden, was vor 2 Jahren im Büro des Polizeichefs passiert ist. Oh, und die Ermittlungen sind endlich durch. Strecken. Speichern. Zeit gucken. Und sagen, kurze Pause und wann geht's weiter? See ya, guys.